Mercedes-Benz E-Klasse, W211 Regenlichtsensor. Zuerst mal stellt ihr die Räder gerade, zieht die Handbremse an und macht einen Gang rein. Bei der Motorhaube gibt es einen riesen Vorteil. Rechts ist ein kleines Knöpfchen oder ein Hebel und wenn ihr den drückt, könnt ihr die Motorhaube noch weiter aufmachen und zwar fast senkrecht. Dann macht ihr die kleinen Abdeckkappen beim Wischergestänge runter mit einem Klipseheber oder kleinen Schraubenzieher und nehmt einen 13er Schlüssel zum Öffnen der Muttern. Beim Öffnen der Muttern, wenn möglich, immer den Wischer festhalten, damit sich das Wischergestänge nicht verbiegt. Die Muttern nicht ganz runter machen, nur ein bisschen aufdrehen. Aufs Gelenk drücken des Wischers, wenn der Wischer sich löst. Ist es gut, ansonsten braucht ihr hier einen Abzieher. Deshalb lassen wir auch die Muttern drauf, um das Gewinde des Wischerstängers nicht kaputt zu machen. Einfach hier den Abzieher ansetzen und dann hört ihr auch, wenn das klickt und dann ist der Wischer locker. Jetzt ist der Wischer locker, jetzt könnt ihr auch die Muttern entfernen und den Wischer herunterziehen. Abzieher gibt es verschiedene. Ihr müsst halt den nehmen, der passt. Im Normalfall, wenn die Wischer ähnlich sind, Fahrer- und Beifahrerwischer, dann solltet ihr vom Fahrerwischer das Gelenk am Wischerarm einfach abknicken, dann könnt ihr das immer unterscheiden. Hier kann man die ja nicht verkehrt rum montieren, von dem her ist es hier egal. Jetzt beginnen wir mit dem Ausbau und zwar ist hier das Wasserschläuchle für die Spritzdüsen, das entfernt ihr. Hier diese Abdeckung, da müsst ihr nur die zwei Schräubchen drehen, eine Vierteldrehung, dann sind die lose. Dann den Dichtungsgummi hier etwas entfernen. Die andere Abdeckung hier auch, die Schräubchen eine Viertelumdrehung. Und dann könnt ihr die Abdeckung hier rausziehen. Jetzt sind noch in dem Windlauf selber, das ist das Plastikteil, was auf der Scheibe liegt, vier Klipse. Die seht ihr hier. Die sind zwar mit einer Kreuzschraube versehen, aber sie sind im Prinzip nur reingesteckt. Das heißt, nehmt einfach einen Klipseheber und zieht etwas dran, den Finger drauf, damit euch der Klips nicht quer durchs Auto fliegt. So sehen die aus. Sind insgesamt vier Stück. Hier auf der Seite ist auch noch einer. Einfach mit dem Klipseheber drunter gehen und Finger drauf, wie gesagt, dass er nicht wegfliegt. Seitlich, die sind etwas schwierig zu erreichen, die sind da drunter versteckt. Es geht auch einigermaßen problemlos, nur aufpassen, dass ihr den Lack von der Motorhaube oder vom Kotflügel nicht beschädigt.
So, jetzt brauchen wir einen speziellen Leistenheber, um diese A-Säulenleisten rauszuklipsen. Erstmal nur etwas lösen und dann mit etwas mehr Druck einfach alle rausklipsen, etwas nach unten schieben Richtung Motor und dann kann man die oben unter der Dachreling rausziehen. Das sind keine Plastikclips, das sind Metallclips, die an die Karosserie genietet sind. Die gehen im Normalfall auch nicht kaputt, also könnt ihr problemlos richtig drücken. Falls die Scheibe mal kaputt geht, ist auch nicht weiter schlimm. Nach unten Richtung Motor und dann nach oben rausziehen. So, jetzt müssen wir den Windlauf entfernen. Der ist auch geklipst. Da geht ihr mit einem Clipsheber einfach unten drunter und ungefähr alle 15 bis 20 cm ist ein Clips. Das merkt ihr dann auch. Einfach etwas verkanten und dann springt er raus. Sind alle Klipse draußen. Jetzt kommt das Schwierigste und zwar genau in der Mitte ist ein dicker Schlauch für den Wasserablauf und der blockiert den Windlauf ziemlich. Er geht ziemlich schwer hoch. Es liegt aber nur an diesem dicken Schlauch. Zeige ich euch jetzt hier, dass ihr diesen Schlauch mal seht. Der ist für den Wasserablauf und der ist ja sehr fest. Also an dem leicht drehen und runterziehen. So, und wenn der unten ist, dann geht alles ganz einfach. Dann könnt ihr problemlos den Windlauf rausnehmen. Dann seht ihr auch die Rückseite. Hier müssen die ganzen Klipse einfach wieder reingesteckt werden. Die nehmt ihr einfach mit dem Klipseheber jetzt aus dem Metall raus. Meistens bleiben sie im Windlauf drin. Hier stecken sie alle noch im Metall. Die gehen aber nicht kaputt. Ist ganz problemlos. Einfach alle rausklipsen und dann wieder in den Windlauf reinstecken. So sehen die aus. Seitlich reinschieben, circa in die Mitte. Später, wenn ihr den Windlauf befestigt, müsst ihr dann einfach nur kontrollieren, dass jeder in dem Loch drin ist, bevor ihr anfangt, den festzudrücken. So, jetzt sind wir soweit außen fertig und jetzt zeige ich euch noch innen drin, was ihr wegbauen müsst, um an den Sensor zu kommen. Zuerst muss diese Kappe runter, die macht ihr auf einer Seite einfach locker und zieht sie dann mit den Fingern runter und dann kommt hier die vordere Abdeckung. Die könnt ihr mit dem Klipseheber runterhebeln oder mit den Händen stark dran ziehen. Es ist sehr stabiles Plastik, es geht nicht so schnell kaputt, also habt keine Angst, zieht richtig dran. Und hier seitlich mit diesen beiden Halterungen hält die Verkleidung. Der Regensensor, da sind vier Laschen dran. Ihr geht unter die Lasche drunter mit einem kleinen Schraubenzieher und haltet den Sensor einfach unter Spannung. Das heißt, zieht den von der Scheibe weg. Erst die eine Lasche und dann die andere und dann löst er sich schon auf der anderen Seite. Genau das Gleiche. Lasst den Sensor einfach runterhängen und zusammenbauen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und ich wünsche euch viel Spaß. Danke, tschüss!